So, mein Schneckchen, jetzt geht's gleich rund. Ja, also ich starte, oh, jetzt fahren die sich da, Alter, fahren die sich ja bald hier aus dem Arsch. Weil es der eine wieder nicht abwarten kann, oder was? Das wollte ich dir gerade beibiegen. Und zwar, hier bin ich mit Standlicht unterwegs. Und weil es dunkel wird, denke ich mir, man könnte ja mal Licht anmachen, wa? Wiederholt sich dann am Sonntag um die gleiche Zeit das Endspiel des Vorgängers. Nee, ich habe nur Licht angemacht. Scheiße! Ich hab nur Licht angemacht, Mensch! Themen und Termine können Sie auch nachhören oder abonnieren im Internet unter B5. Ja, jetzt kann ich ja nicht. B5. Scheiße! Holla! Steht sogar auf Kennzeichen. Mann, alles Stricher, alle überholen sie auf der Linie. Sowas würde ich ja nie tun, ne? Ey, das ist doch. Da war doch eben deine Abfahrt, oder bin ich blöd? Das Turniergelände im Emsland auch wieder topfit verlassen. Panja Westphal hat sich die Arbeit der Tierärzte angeschaut. Was ist denn das jetzt hier für ein rasende Kutschen und beginnt um Viertel nach sechs. Die blöden Arschgeigen. Hoffentlich kommt jetzt ein LKW, das seine Seite schieben muss. Jawoll! Alter, ein bisschen komisch geladen hier, ne? Mit Schutzblech wäre der Rücken trocken geblieben. Ich weiß nicht, wie man mit so beschissenen Fahrrädern rumfahren kann. Würde ich im Leben nicht mit rumfahren, zum Mist. Die zu viel kriegen. Na, ja, dann nehmt euch die Vorfahrt hier vor. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt bleibst du hier stehen, oder was? Bei so einem Wetter ist der Grünstreifen aufgeweicht wie Margarine. Da fährt man mit dem LKW bestimmt nicht drauf, weil dann rudelt man sich ein und dann liegt das Ding genau auf der Seite. So. Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte wechselt bis stark bewölkt, zeitweise Regen, im Süden sonnig, in der Nordhälfte 20 bis 25, in der Südhälfte 25 bis 30 Grad. Soweit die Meldung. Die nächsten Nachrichten um 23 Uhr. Genau an der richtigen Stelle begegnet. Das Gute am Hafen, ich brauch die scheiß Beine nicht ausklappen.
So, jetzt hat er mir die Brücke runtergenommen, jetzt drehe ich und fahre weg. Warum dreht sich bei dem einen denn da die Liftachse mit? Das kapiere ich ja gar nicht. Mann, Mann, Mann. Polnisches Arschloch, ey. Och, und jetzt hier auf dem scheiß Parkplatz oder was? Dafür muss er mich noch unbedingt überholen. Zieht direkt vor mir rein und fährt auf den Parkplatz. Aushilfsfahrer, immer diese Aushilfsfahrer. Der steht hier drin. Mann, ich versuche ja meine M&M's zuzukleben. Wollen nicht hupen. Das habe ich jetzt aber nicht ganz kapiert. Jetzt fahre ich ja sogar an dir vorbei. Hä? Verstehe ich nicht. Also ich fahre meine 84,5 und fertig. Wer meint? Jetzt kommt Ghostbusters oder was? Ja, cool! Ach, geil! Ghostbusters! Wichser, ich musste auch runter, aber ich kann nicht einen Kilometer vorher runterfahren. Steigen alles. Naja. Ich kann ja froh sein, dass er nicht mehr mit anstehen. Ne? Diese Tür hatte niemals so offen gestanden, seit er zu ihr zurückgekehrt war. Wieso ich versetzt fahre, wenn die so dicht vor mir reinziehen, fragt ihr. Naja, ich will was sehen, ne? Wenn da vor dem einer bremst, dann hänge ich doch tot hinten dran. Da habe ich keinen Bock drauf. Diese ganzen Wichser, die dicht vor mir reinziehen, die spielen mit meinem Leben. Ist doch scheiße. Ich will was sehen, Mann. Stehst du hier rum? Der Fahrer, der will auf der Autobahn auffahren. Ach, du Elend. Kann ja nie was werden. Ja, durchgefahren, scheint eine Vollbremsung hinzulegen. Ja. Scheint auch wieder los mit 40 versucht drauf zu kommen. Ja. Irgendjemand kocht Kaffee. Ach du Scheiße, hat er den... Alter. In den... Montag ist Schontag. Ist ja schon wieder hier so ein Chaos wie jetzt auch.
Was treibst du denn da, Mann? Wir werden ja noch langsamer jetzt, Mann! Idiot! Das Manöver war doch so unnütz wie ein zweites Arschloch, ey! Mauerwand abprallen. Millionen was ist Jahre das jetzt hier Sprich. Wieder? Sneakers, Mauer, bababa. Ach, ist das wieder ein Elend hier. Muss denn sowas wieder sein? Ne? Muss denn sowas wieder sein? Anscheinend ja. Anscheinend ja. Anscheinend ja. Nach Deutschland kommen. Sie sollen künftig auf das gesamte Bundesgebiet verteilt werden. Bislang galt dies nur für erwachsene Asylbewerber. Außerdem sollen sie in der Bundesrepublik bleiben können, um eine... Fahrer müsste man sein, dann steht man über allen Dingen. Über den Dingen, wie ich schon sagte, über den Dingen. Mi-Projekt. Oh, schön. Stehen hier fette Gerätschaften. Ein gewaltiges Gerät nach dem Andreas. Schön. Alter, was springt der? Fahren die denn jetzt so langsam auf der Mittelspur? Das ist doch gefährlich und scheiße und Mist. Was schleichen die hier rum? Das ist doch keine Hundeart. Konzentriert euch mal. Langsam Fahrer sind gefährlicher als Raser hier auf der Autobahn. Rechnet doch keiner mit. Das ist wohl auch ganz geil. Hier ist ich auch immer, wenn es da ist. Bitte nicht einen Kilometer rechts abbiegen auf die B1. Alter, der war ja wohl nicht ganz dicht. Das war ja wohl ein bisschen zu knapp. Der hier guckt YouTube-Videos. Und jetzt macht er auch Vollbild. Danke, jetzt kann ich besser gucken. Hört gar nicht. Das darf der eigentlich schon im Juni fahren, hä? Wie ist das? Irgendwie glaube ich ja, die Videos wiederholen sich langsam alle. Macht das eigentlich noch Spaß zuzugucken? Naja, setzt einen Daumen hoch, wenn es halbwegs gefallen hat. Bis denn!